This video is sponsored by Übergewicht. Yo Leute, Double Peace, hier ist wieder Tanzeboot und herzlich willkommen zu einem Video, was mich sehr stolz macht und auch froh macht. Bevor dieses Video beginnt, möchte ich euch auf die Tatsache hinweisen, dass ich mir heute beim Autofahren, wie auch immer das funktioniert, übertriebenen Nerv eingeklemmt habe im Rücken und jede Bewegung, die ich mache, tut einfach extrem weh. Keine Ahnung wieso, das wird auch immer schlimmer, das verzieht sich irgendwie immer mehr. Nur damit ihr euch nicht wundert, warum ich hier heute vielleicht ein bisschen versteifter da sitze. Oh, versteift. Nicht, dass ihr denkt, dass im Hintergrund der Kamera irgendwer mit einer Waffe auf mich zielt und mir droht mit irgendwelchen Sachen. So, also nur damit wir die Sache schon mal klargestellt haben. Besonderes Video. Ich gebe euch einen kleinen Tipp. Es ist mein Körper. Nein, ich biete mich zum Verkauf an. Nein, aber ich biete das zum Verkauf an, was an mir ist. Also ein Kleidungsstück. Und zwar dieses, meine Socken. Mann, Junge, ich bin so ein Verkaufsgenie, Alter. Alle werden bei mir kaufen. Nein, das ist ein offizielles Merch-Drop-Video. Mein Merch-Shop ist online gegangen. Nach anderthalb Jahren oder zwei Jahren habe ich es endlich mal wieder geschafft, einen eigenen Merch-Shop online zu stellen. In Zusammenarbeit mit Holy Mesh. Ein Partner, wo ich sagen kann, worauf ich sehr stolz bin. Denn dieser Partner arbeitet nicht einfach mit einem oder mit jedem zusammen, sondern man muss einfach, ja, ein großer YouTuber dafür sein. Ja, das freut mich sehr, dass ich diese Kriterien erfüllt habe. Und ja, ich werde euch jetzt mal ganz kurz einen kleinen Rundgang durchführen durch meinen neuen Merch. Und zwar unter anderem ist das dieses Shop hier, das sogenannte Tanzebutt Troll Shirt. Das ist jetzt in dieser Version nicht mehr verfügbar, sondern das hat jetzt Farbe. Ich kann das euch jetzt hier mal sehr gerne zeigen in Form von dieser Umwandlung. Oh mein Gott, ey, guckt mal an, wie professionell ich bin. Ich habe einfach im Video einfach so umgeswitcht. Das OBS ist das ein One-Take-Video. Hier seht ihr das. So wird sich dieses T-Shirt nennen, Troll-Shirt, und das ist jetzt hier, das wollte ich selbst haben, weil ich wollte einfach, dass ich in Farbe dastehe. Hier, ich kann euch das nochmal größer machen, damit ihr das seht. Das ist das Shirt hier, nur mit Farbe, und ich fand das einfach geil und keine Ahnung, das war so ein Geistesgedanke. Ich bin so am Autofahren gewesen und ich so, warte mal, dieses Bild ist übertrieben bekannt von mir, also das kennen übertrieben viele Leute, das wurde übertrieben oft gemimt und ich dachte mir einfach, Alter, das wäre mein absoluter Traum, wenn ich dieses Bild gedroppt bekomme als Merch. Dann habe ich die gefragt, ob das umsetzbar wäre. Ich hatte erst so Angst gehabt. Nee, mit sowas können wir uns nicht identifizieren, aber sie haben es gemacht. Ehre. Und ab sofort kann man dieses T-Shirt in Farbe erwerben. Und das ist einfach nur geil. Und ich möchte einfach, dass bald die gesamte Menschheit mit diesem Gesicht rumläuft. Und das ist für so viele Anlässe ist es einfach so ein geiles T-Shirt. Und darauf bin ich mega stolz. Und es gibt auch noch etwas anderes, worauf ich mega stolz bin. Etwas, was ich lange umsetzen wollte, was viele Partner mir aber nicht ermöglicht haben, weil sie gesagt haben, dass sie einfach nicht die nötigen Mittel dazu besitzen. Und zwar folgendes. Alter, ich bin mega stolz. Ihr habt es vielleicht schon gesehen. Ihr habt es schon gesehen, weil ich es mal anhatte. Ein All-Over-Print-Doppelpiece-T-Shirt. Leute. Ein komplettes, also All-Over-Print heißt, das gesamte T-Shirt ist mit demselben Druck bedruckt. Ich ziehe es mal ganz schnell an, damit ihr das seht. Ich ziehe jetzt das andere nicht an. Ich bin 1,85 groß und wiege 113 Kilo. Und so sieht das Ganze aus. Es hat meiner Meinung nach einen sehr schönen Schnitt. Und guckt euch das an, es ist einfach überall. Guck mal, es gibt keine Fehlerquote. Guck mal, es ist einfach ein wunderbares Doppelpiece-T-Shirt. Guck dir das an, wie schön es aussieht. Und ich will jetzt hier auch nicht auf Marketing-Genie oder sowas tun. Oh, ey, guck mal, das ist das Beste, was es gibt. Ist halt ein T-Shirt mit einem Aufdruck. Aber ich finde das einfach geil. Ich bin eh übelst der All-Over-Print-Freak. So, und ich liebe das einfach, dass ich jetzt sagen kann, dass mein Markenzeichen, mein Doppelpiece, gibt es jetzt einfach als All-Over-Print, als T-Shirt und noch viel geiler. Oder, naja, je nachdem, auch noch als All-Over-Print-Version als Pullover. Und das feiere ich jetzt sowieso. Jetzt bei der Jahreszeit ist natürlich T-Shirt nicht so eine Sache. Die Besonderheit bei diesem wunderbaren Pullover ist, dass hier hinten nochmal Doppelpiece ganz groß raufgeschrieben wurde. Und das ist nicht einfach nur raufgeschrieben, sondern das ist richtig, wie ihr sehen könnt, das ist richtig reingenäht als extra Ebene, damit man das hier so mittig hinbekommt, weil wir haben viele Versuche gehabt. Hier hinten seht ihr auch so Versuche. Ich habe ganz viele Testexemplare. Ich schwöre euch, mein halber Kleiderschrank ist voll mit irgendwelchen Tests, weil wir ewig rumprobiert haben, wie es am besten aussieht. Und das ist, oh, alter Schwede. Und wir sind halt zu der Entscheidung gekommen, dass nur rein mit Drucken hätten wir das Doppelpiece nicht mittig genug bekommen. Aber dadurch, dass wir jetzt diesen Aufsticker hier haben, haben wir das jetzt genau mittig bekommen. Und ich bin so stolz darauf. Ich würde den Pullover auch gerne anziehen. Das Problem ist, ich habe fast überall, außer bei dem T-Shirt, gesagt, dass ich 3XL habe. Aber ich habe schon lange kein 3XL mehr. Deswegen sieht das bei mir aus wie ein Kartoffelsack. Ich kann es doch mal anziehen.
3XL ist mir auf jeden Fall viel zu groß. Sag mal, habe ich jetzt eigentlich alle meine Sachen auf einmal angezogen? Junge, das erinnert mich an so Challenges. Immer eine Sache mehr anziehen, wenn man irgendwas falsch macht. Ja, so sieht das Ganze aus. Der Schnitt von dem Pullover an sich ist geil, aber ihr seht halt, hierfür müsste ich noch 20 Kilo mehr zunehmen, dann würde ich hier reinpassen. Aber ihr seht so, wie ich das meine, vielleicht so ein bisschen mit Kartoffelsack. Das ist ein ganz normaler Schnittpullover, so wie die halt modern heute aussehen. Aber Junge, wie das in der Kamera aussieht, so mit den nackten Beinen, so mit dieser kurzen Hose und dann so den Pullover. Ja, also Leute, die 112 Kilo wiegen, 1,85 groß sind, die... Den würde ich vielleicht nicht die größte Version 3XL anbieten. Denn meine Sachen gehen bis 3XL. Einige Leute haben sich schon darüber aufgeregt. Ich habe ja auf Twitter und auf Instagram schon Werbung gemacht. Aber 3XL ist halt schon sehr massiv. Und man muss ja halt auch daran denken, das muss ja auch irgendwie an die Leute kommen und so. Und wenn irgendeiner da draußen halt mich gerne guckt, aber 7XL hat, aber da... Das gibt halt nicht viele, die 7XL haben. Wisst ihr, was ich meine? Das ist halt schwierig. Dann habe ich hier noch... Was war das hier? Hä? Da ist ja gar kein Aufdruck drauf. Ja, Leute, dann habe ich hier noch ein schwarzes T-Shirt. Darauf bin ich besonders stolz. Was ist denn da drauf? Ach so. Dann gibt es noch eine Neuerung. Eine Neuerung gibt es noch. Und zwar gibt es so wie auch immer, gibt es in diesem Drop auch wieder ein Only-Doppelpiece-T-Shirt. Das bedeutet, ihr bekommt ein T-Shirt, wo nur Doppelpiece drauf ist. Und die Neuerung ist es, dass vorne Doppelpiece draufsteht und hinten Team Tanzverbot. Ich weiß, das ist schon sehr fanmäßig, das wird auch nicht so viele Leute ansprechen, aber ich habe das, genau dieses T-Shirt hier, also genau dieses Design habe ich damals auf der Gamescom mit meinem Onkel und mit 3-4 anderen Leuten getragen und viele Leute fanden das ansprechend und haben mich angeschrieben, ob man das irgendwo kaufen kann, weil ich selbst mit diesem Team-Tanzverbot-T-Shirt immer rumgelaufen bin und für die Leute habe ich das einfach gemacht. Ich weiß, viele wird das nicht ansprechen, für die gibt es einfach das normale Doppelpiece-T-Shirt und ich kann euch jetzt hier nochmal ganz kurz... Oh Mann, ich bin total... Oh, ich kann nicht mehr... Oh Leute, ich bin so überanstrengt. Ich kann euch hier nochmal ganz kurz das All-Over-Print-Doppelpiece-T-Shirt zeigen. Hier 100% Baumwolle. Hier, ganz wichtig ist vielleicht auch nochmal zu erwähnen, dass hier designed in Köln, ja, ist halt, keine Ahnung, irgendwer hat die Skizze in Köln gemacht und dann ist designed in Köln, ist ganz leicht, aber fair produziert in Italien. Darauf bin ich halt stolz. Es ist halt in Italien produziert worden. Es ist jetzt hier kein Made in China oder sowas. Das finde ich so schon sehr schön. Und die Qualität ist ja auch, oh nein, das war da runter. Ach, das kriege ich jetzt nicht wieder vor. Dann sieht man meinen Bauch und dann wird es entmonetarisiert und dann sieht es keiner. Aber es hat wirklich schon eine sehr schöne Qualität und auch einfach, dass wir das hinbekommen haben, weil, wisst ihr, das ist ja auch nicht leicht, einfach so diese, ach, ich quatsche euch da nicht voll, ich habe da auch nicht so große Ahnung von. Ich finde es einfach schön, dass wir das umsetzen konnten. Hier ist dann nochmal der Pullover, 100% Baumwolle, natürlich auch designed in Köln, fair produziert in Italien. Und ja, das ist der gesamte Merch-Store. Das sind jetzt die anderen Sachen, die haben sie mir auch zugeschickt, aber irgendwie habe ich die vermüllt, keine Ahnung, vielleicht habe ich in den Keller geworfen oder so, ich habe die nicht wiedergefunden. Das sind die anderen Sachen. Hier ist ganz wichtig, Team Tanzverbot Hoodies oder T-Shirt, das sind die, wo hinten halt noch das ist, was ich euch gezeigt habe, das Team Tanzverbot, wo das hinten drauf ist. Und wer nur die normale Version haben will, also wo nur Doppelpiece draufsteht, der geht halt nur aufs Doppelpiece-Shirt. Ja, ansonsten, was ist noch da, was ist noch hier, wieder dieses auf Supreme angelehnte Tanzverbot-Shirt. Das haben auch viele Leute gefeiert. Ich feiere es für mich auch selbst, einfach nur, weil ich bin halt Tanzverbot so. Und ich laufe auch gerne damit rum, weil einfach, ja, ich bin halt Tanzverbot so, weißt du. Deswegen mag ich das so. Und das, beim letzten Mal ist das auch sehr gut angekommen. Und deswegen haben wir das auch wieder mit reingenommen. Und ansonsten gibt es so eine riesige Auswahl gar nicht. Das sind die drei Dinger, auf die ich auf jeden Fall mega stolz bin. Ich habe einfach einen eigenen All-Over-Print-Hoodie, ein eigenes All-Over-Print-Shirt. Und ich habe einfach mein Gesicht als Merch. Man kann einfach dieses Gesicht kaufen und ich wünsche mir so sehr da draußen irgendwann mal jemanden zu sehen, der genau dieses Gesicht auf einem T-Shirt trägt und zu mir kommt und sagt, Doppelpiece. Und ich denke mir so, boah, ich komme überhaupt nicht mehr klar. Leider ist mir das noch verwehrt geblieben im Real Life, dass ich jemanden mit Merch gesehen habe, außer auf der Gamescom, aber da ist das irgendwie sehr wahrscheinlich. Ich würde lieber so gerne random, ich stehe so am Döner, sag so, ey, yo, ein Döner ohne Soße, Salat, alles. Und dann drehe ich mich so um und dann sehe ich einfach jemanden, der mein Merch trinkt. Und das wäre einfach so dieser Moment, den ich gerne mal in meinem Leben hätte. Und warum bin ich dann so durchgedreht? So, ich bin voll aufgeregt, weil ich endlich eigenen Merch habe wieder nach langer Zeit. Und dann auch so geile Designs, das ist einfach All-Over-Print. Junge, das ist einfach meine große Liebe. Ich weiß, einige Leute von euch werden damit wahrscheinlich auch nichts anfangen können, aber verdammt normal, es ist endlich soweit.
Und mehr gibt es an dieser Stelle nicht zu sagen. Mir ist übertrieben warm, weil ich jetzt 5 Schichten Kleidung irgendwie hier drunter habe. Junge. Und ja, das war mein Zeug. Wenn ihr Bock darauf habt, die Größen fallen alle normal aus. Also da kann man mehr nicht zu sagen. Das ist jetzt nicht so wie bei Superdry oder sowas, dass irgendwas überklein ausfällt, weil es irgendwie aus Asien oder sowas kommt. Mehr gibt es nicht zu sagen. Wenn ihr auch Bock auf diesen, holt euch das bitte in XXL, wenn ihr meine Größe und meine Statur habt, weil sonst, ja, ihr seht, das ist zu viel. wenn ihr Bock darauf habt, dann werde ich euch auf jeden Fall den Link unten in die Beschreibung packen. Wenn ihr keinen Bock darauf habt, dann werde ich den Link trotzdem unten in die Beschreibung packen. Und mehr gibt's nicht zu sagen. Dankeschön, dass ihr euch das Video bis zu diesem Punkt angeguckt habt und bis zum nächsten Video, euer Tanz zu dem Verbot.